Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Hans, wach auf, du hast vergessen, deine Schlaftablette zu nehmen. Lässig im Dunkeln ins Bett springen, falsches Zimmer erwischt, Kiefer am Waschbecken gebrochen. Anhalten, Ihre Papiere. Hier, bitte. Das ist ein Rinderzüchtausweis. Sie sind ja auch ein Bulle. So, aussteigen. Andere finden mich oberflächlich, ich finde, dass das Auge mitfickt. Sex nach 10 Bier zu haben, ist wie Billard mit dem Seil zu spielen. Der Mathematiker im Fotogeschäft. Ein Farbfilm bitte. 24 mal 36? 864, wieso? Sie? Ach, sag was Dreckiges. Ja, VW Golf 2.0 TDI. Beim Klassentreffen fragt der anwesende Lehrer: Na Thomas, wie geht es dir? Bist du verheiratet? Ja, und ich habe 8 Kinder. Ja, so warst du schon immer. Sehr fleißig, aber aufgepasst hast du nie. Kommas können einen Satz komplett verändern. Zum Beispiel: Ich liebe es, Süßigkeiten zu essen. Oder: Ich liebe es, Kommas zu essen. Wenn Chuck Norris Flecken auf seinem Hemd hat, isst er Spaghetti, um es wieder sauber zu machen. Chuck Norris hat einmal 5 Hektar Wald an einem Tag mit einer Motorsäge gerodet. Danach bemerkte er, dass die Säge einen Motor hat. Auf dem Dorf. Super, der nächste Bus kommt schon in 2 Stunden. In Berlin. Die U-Bahn fährt in 7 Minuten? Sag doch gleich nie. Seit Tagen sammeln sich die Blätter vor meinem Haus. Warum? Nobody cares. Dieser Moment, wenn man so gut im Bett ist, dass die Frauen schon vor dem Sex schreien. Dieser Moment, wenn man sich fragt, ob das Handgelenk vom Wichsen oder vom Maßkrugstimmen wehtut. Heute Morgen aufgewacht mit einem Kater. Auf meinem Nachttisch ein Glas Wasser und ein Notizzettel, auf dem stand: Falls du verkatert bist, hab es geäxt. War Wodka. Mein besoffenes Ich ist ein Arschloch. Frauenrechte sind wie UFOs. Manche glauben zwar dran, aber im Endeffekt gibt es sie nicht. Die 3 Stufen der Konzentration. Erstens Chirurg, zweitens Meister Yoda, drittens Männer beim Eierrasieren. Guten Morgen, wie hast du geschlafen? Im Liegen, und du? Die NASA hat Wasser auf dem Mars gefunden. Zum Glück kein Erdöl, sonst hätte der Mars ein wenig Demokratie benötigt. Ich habe übrigens Modelmaße. Ich bin circa ein Model groß und 2 bis 3 Models breit. Ich werde mein Kind Ernst nennen. Dann kann ich irgendwann mal, wenn es besoffen ist, sagen: Das ist mein voller Ernst. Machen Schweizer eigentlich Dirty Talk? Und wie hört sich das dann an? So, du Hurli, kommt der Bestraffeli. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.